Da ist was sehr Interessantes passiert in den letzten Tagen. Und ich wollte mal kurz ein Video drüber machen und meinen Senf dazugeben und mich drüber freuen. Da haben Benutzer der Webseite Reddit aus der Untergruppe Wall Street Bets, die haben so einer großen Hedgefund-Firma richtig krass die Tour vermasselt. Und da freue ich mich natürlich. Die hatten wohl gefunden, dass da ein Unternehmen, das Unternehmen GameStop, schreckliches Unternehmen, die haben gesehen, dass die über 100% geschortet war. Und ein Short, das ist so eine Art Wette, wenn ich es richtig verstehe. Da wetten Leute, dass ein Kurs sinkt, indem sie da Aktien aufs Spiel setzen, die ihnen gar nicht gehören. Das heißt, die borgen sie sich gegen eine kleine Gebühr und tauschen die dann aus, wenn der Kurs gesunken ist. Ich glaube, das ist Shorten. Es ist nichts anderes als Wetten. Es ist komplett würde- und niveaulos. Es geht eigentlich gar nicht um die Firma. Aber die Firma ist auch so ein bisschen für mich so ein Indiz von einer Änderung der Zeit. Ich weiß seit einer kurzen Weile ganz gut Bescheid über die Firma GameStop, habe ich das Gefühl. Ich blende mal ganz kurz ein. Da habe ich nämlich ein. Dieses hier habe ich ein Video geguckt. Also eine Art Podcast. Von einem professionellen Super Mario-Spieler Ihmchen hier, der mit seinem alten Kollegen da 9 Stunden lang alte Geschichten erzählt, wie schlimm das bei GameStop war. Das ist eigentlich nur eine Firma, die die modernen Mechanismen von Handel und Ausbeutung auf die Videospielebranche setzen. Also die haben so verschiedene Mitgliedschaften und verschiedene Preise und die wollen so am Gebrauchtmarkt Geld verdienen. Ist eigentlich ganz nett, aber weiß nicht, die Leute, die gebraucht Videospiele kaufen, das sind meistens ziemliche Idioten, das heißt, die hauen die immer übers Ohr. Generell ein sehr unangenehmer Ort. Also so wie Leute in 100 Jahren sich eine Karikatur von der Epoche jetzt hier vorstellen. Schrecklich. Hatte ich mich gut informiert, deswegen umso interessanter, dass was da jetzt passiert ist in den letzten Tagen, dass das mit der Firma passiert ist. Hier ist eine ganz schöne Zusammenfassung von der Sache, wie ich finde. Von einem Twitter-Benutzer. Der hat hier geschrieben, die Milliardäre haben mit den Fingern geschnipst und die ganze Zentralbank, die guckt sich jetzt genau die Schwankungen an auf dem Markt, weil die Bauern mitgemacht haben beim Geld nehmen. Das fand ich auch ganz gut. Er sagte, siehst du, wie der Staat nichts weiter als eine Verlängerung des Kapitals ist. Es existiert nur, um das zu managen und zu kommunizieren und den Überfluss in die Hände der herrschenden Ruling Class zu bringen. Ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Also es ist jetzt ein bisschen hart kommunistische Perspektive, würde ich denken, aber es stimmt trotzdem im Kern. Es ist ein widerliches Ausbeutesystem, es ist komplett würdelos. Wenn heute jemand überlegen würde, wie machen wir das am besten mit der Gesellschaft, wie teilen wir die Sachen auf, wie gucken wir, dass das alles gerecht ist. Keiner würde auf die Idee kommen, einen Aktienmarkt zu erschaffen oder eine Zentralbank oder ein Parlament oder sonst irgendeine Form von gegenwärtiger repräsentativer Demokratie, möchte ich behaupten. Na, was ist da passiert? Da haben sich einfach ein paar Benutzer von dem Internetforum, die haben sich so zusammengetan, ey, guck dir das an, guck dir diese bösen Alten an. Diese Finanzwichser, was die gemacht haben, die haben so sehr auf den Untergang einer Firma gewettet, dass das gar nicht möglich ist, dass da gar nicht genug Aktien gekauft wurden, als dass die ihre Wettschulden, würde ich jetzt mal beschreiben, zurückzahlen können. Deswegen, was eigentlich so immer weiter bergab gegangen ist dann plötzlich von einer Nacht auf die anderen, ist dann sprungartig nach oben gegangen, weil da plötzlich ganz viele Verzweifelte waren, die unbedingt mehr Aktien brauchten, um ihre Schulden zu begleichen. Ihre imaginären. Das ist eh alles imaginär. Nichts davon ist wirklich echt. Es ist ein riesiges Schmarotzersystem. Ich habe so die Sorge, Leute, die nicht so wie ich das Glück hatten, BWL zu studieren, an einer renommierten Universität, um zu sehen, was das für ein Schmutz ist. Dass die Leute so jemanden im Anzug und Aktenkoffer sehen und sie denken, oh ja, das ist ein wichtiges Mitglied der Gesellschaft. Die machen wirklich einen Mehrwert, das macht wirklich einen Unterschied, was die da an der Aktie machen. Nachdem ich das studiert habe, ich bin der Ansicht, die tragen nichts zu dieser Welt bei. Nicht nur tragen die nichts bei, die sind auch noch teuer. Das heißt, das ist
Das ist schlimmer als jeder Harzer, das sage ich als Hartz-IV-Empfänger. Kein Hartz-IV-Empfänger könnte je so ein krasser Schmarotzer auf die menschliche Kultur sein wie ein Investor. Es gibt niemand Unwichtigeren, niemand Wertloseren als den Investor und es gibt niemand Wichtigeren als der Arbeiter, weil der ist das letztendlich, der den ganzen Wert in Umlauf bringt, über den sich dann die niederträchtigen Anzugträger streiten können. So funktioniert das System gerade. Jetzt haben die natürlich eins auf den Deckel bekommen, weil dieses schmutzige Spiel von den Benutzern von der Webseite verstanden wurde. Die haben dann mitgemacht, die haben richtig reagiert, die haben auf was, die haben auch gewettet, die haben gewettet, ey, das muss nach oben gehen, ich kaufe die Aktie und dann verkaufe ich die an denen, aber viel wichtiger als den kleinen Gewinn, den ich mache, weiß ich nicht, was haben die verdient, die haben vielleicht verdoppelt oder verdreifacht oder so, wen interessiert's? Aber viel wichtiger, die Bösen haben Geld verloren, die Schmutzer, die Verschmutzer, die Schmutzigen, die Würdelosen. Es ist doch nicht so, dass nur weil einer einen Anzug und einen Aktenkoffer in der Hand hat, Anzug trägt und einen Aktenkoffer in der Hand hat, dass der mehr wert ist als so ein schmutziger Penner aus der Spielothek oder so ein Typ, der Sportwetten macht. Es ist derselbe Abfall. Es sind einfach nur böse Alte, die wetten. Was ist denn wetten? Gibt es denn was Schmutzigeres als wetten, also kulturell gesehen? Ich glaube nicht. Da sind Leute, die sind stolz darauf, dass sie eben andere Leute miteinander vergleichen können und sagen, ey, guck mal, wie gut das Ding geht, guck mal, wie mächtig der ist. Das sind einfach nur Betas, die sich darauf einen, weiß nicht, darauf einen. Wie sage ich denn, dass es nicht so widerlich klingt? Die da an sich rumfummeln, bei dem Gedanken, dass sie da Geld machen können, wenn sie da einfach nur die Spieler dieser Gesellschaft kennenlernt und vergöttert. Das ist Idol Worshipping. Das ist die quintessentielle Fähigkeit des Betas, nämlich zu gucken und zu vergleichen, wer gerade mächtig ist und dann bei dem mitzumachen. Widerlich, dass das als Weg etabliert ist, wie Leute Geld verdienen können. Das ist ein großer Schmutz. Ich lehne das komplett ab und ich freue mich. Es wird natürlich wahrscheinlich wie im Jahre 2008 darauf hinausgehen, dass sie dann sagen, ach ja, das ist hier alles so, wir tun immer so, als wollen wir Wettbewerb. Wir tun so, als wäre das jetzt ein Markt und jeder hat freien Zugriff drauf und kann damit machen, was wir will, aber natürlich nur solange wir gewinnen. Und das finde ich so schön, dass dieser Moment das zeigt. Es geht nicht darum, einen funktionierenden Aktienmarkt zu erschaffen, wo Leute in Unternehmen investieren können. Nein, das ist einfach nur das ist ein Auswringmechanismus, um dann noch die letzten Tröpfchen Geld aus allem rauszuquetschen. Ich find schön, dass einfach mal dieses schmutzige alte System als das dasteht, was es ist, nämlich nur als Weg, die Ungerechtigkeit weiter zu etablieren, etabliert zu halten. Ist ja das Widerlichste, was es gibt. Ich glaube, ich habe noch ein Bild, was so ein bisschen meine Gefühle zu der Situation zum Ausdruck bringt. Und das ist das hier. Da war eine Babysitterin, unterstelle ich jetzt, aber das klingt so feminin, dieses System. I gave my nephews, ich habe meinen Neffen $5 jeweils gegeben. Ich habe ihnen gesagt, mache deine Nase gegen die Wand und wer auch immer seine Nase länger gegen die Wand mit dem Geld hält, kriegt das Geld von beiden. Und so hat es es dann eben geschafft, oder er, wer weiß, der Babysitter, hat es dann eben geschafft, dass die nervigen Kinder, dass die ganze Zeit beschäftigt waren. Und ich habe das Gefühl, das, was ich jetzt hier auf diesem Bild zeige, das ist, was Banken machen. Banken und Zentralbanken und der ganze Finanzsektor, da braucht keiner von Respekt haben. Das ist Schwachsinn, das ist Scheiße, das ist Dreck, das ist Schmutz. Braucht keiner irgendeinen, der BWL studiert hat oder ich habe ja nur einen Bachelor. Gibt es Leute, die haben einen Master oder die haben einen Doktor. Braucht keiner respektieren oder ernst nehmen. Das sind Verbrecher. So wirkt es auf mich. Einfach so, wenn ich Leute sehe, die so ihr hart verdientes Geld, wie die so anlegen. So, hier, die Richtung. Wie die Kinder da ihre Nase gegen den blöden Geldschein drücken, anstatt ihr Leben zu leben, habe ich das Gefühl, trägt die Bank dazu bei, die Leute weiter. Weiß ich nicht, verzweifelt zu halten. Trägt dazu bei, weiter um mal ein bisschen was aus meinem Studium zu zitieren, dass sie möglichst weit unten in Maslows Pyramide der Bedürfnisse bleiben. Die kommen nie über die Basisbedürfnisse hinaus. Die bleiben immer auf dem untersten Level. Besaufen sich, rauchen sich zu Tode, ritzen sich, machen Tätowierung, tätowieren sich ihren Augapfel, kriegen Augenkrebs davon. So wirkt es auf mich. Ich glaube, nachdem ich das jetzt studiert habe, es ist komplett falsch, zu versuchen, ein Vermögen anzuhäufen.
sondern es ist wichtig, das Geld in Bewegung zu halten. Würde mich unwohl fühlen, wenn ich eine größere fünfstellige Summe Geld hätte. Auf keinen Fall. Ich möchte möglichst arm bleiben. Möchte das wenige Geld, was ich zu viel haben werde, ist nicht mehr lang hin bei mir. Dann habe ich auch wieder bald Geld zu viel. 2 Monate vielleicht noch, 3 Monate, dann geht's los bei mir. Ich finde es viel wichtiger, aktiv durch die Welt zu laufen und zu gucken, hey, gibt's hier irgendein Projekt, gibt's hier irgendwas, was ich mit meinem Geld unterstützen kann? Dass das, was ich in der Welt sehen will, dass das gefördert wird. Nicht, dass ich mein Geld zu irgendeiner bösen deutschen Bank bringe, die das dann in so ein, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, wo man gleichzeitig auch den, weiß ich nicht, Top 50 vom Aktienmarkt oder so investiert. Was dann auch oft sowas wie Waffen- oder Rüstungsindustrie oder andere Schmutz ist. Dass die Leute aufhören zu denken, dass das in irgendeiner Weise ein würdiges Verhalten wäre, dass das in irgendeiner Weise in Ordnung wäre, einfach diesen Mittelsmännern das Geld zu geben und dann selber quasi nichts damit zu tun zu haben und sich zu besaufen. Finde ich wichtig, dass das nicht so ist, sondern ich hoffe, dass weiter so die Wege wachsen, wie man einfach so gezielt mit Geld was Gutes tun kann. Und ich sehe schon die ersten Anzeichen. Ich habe so die Fantasie, weiß nicht, wie lange das noch dauert, bis das kommt, dass das einfach so eine Art, so eine Investmentplattform gibt, wo ich einfach Zwecke mit Geld befeuern kann. Dass ich sagen kann, ich möchte was machen gegen Wasserverschmutzung da und da. Dass es einfach für alles so eine Kasse gibt, wo ich einfach einzahlen kann und es dann passiert. Mann, wie widerlich jetzt dieses Finanzsystem ist. Man könnte jeden, der in irgendeiner Form an diesem Finanzsystem beteiligt ist, in den Sack sperren und draufhauen, man würde immer den Richtigen treffen. Um mal diese alte Metapher zu benutzen. Da ist nichts drin, was es wert wäre, erhalten zu werden. Und das Schlimme ist, das basiert alles, diese Macht, die dieser Finanzsektor hat, das basiert alles auf dieser Idee finanzieller Anreiz. So. Wie lenken wir den finanziellen Anreiz? Mit der Hilfe von Marketing. Marketing hilft zum Beispiel, die frustrierte Sexualität von jungen Leuten mit übertrieben pornografischer, wie sage ich das? Mit übertrieben pornografischen Inhalten einfach so deren Sexualtrieb zu melken, um irgendeinen scheiß Film anzugucken oder so, einfach weil die da eine hübsche Tante reinsetzen. Es ist alles Schmutz, es verdorbt alles die Seele, es korrumpiert, es macht die Menschen korrupt. Ich habe das Gefühl, es erzeugt mehr Probleme, als es löst. Es ist ein Kreislauf von Problemen. Es ist wie nochmal eine nur die Tatsache, dass das Finanzsystem existiert, ist quasi nochmal so eine Steuer auf eine Kultur, auf eine Spezies. Wo leben denn die Leute ohne Geld? Nirgends. Noch nicht. Ich erwähne das am Rande seit Jahren, aber ich glaube nicht, dass das eine Zukunft hat. Einfach so dieses Konzept, wir nutzen den finanziellen Anreiz, um andere Leute zu dem zu bringen, was wir gerne hätten. Es ist inhärent böse. Es ist nicht richtig. Ich finde es falsch. Will auch mit dem Finanzsystem nichts am Hut haben. Und ich freue mich immer, wenn da neue Technologien kommen, die das immer weiter in Frage stellen. Ich habe einen Bekannten, der hat Steuermaster studiert. Und ich hatte so mit diesem, als die Kryptowährung angefangen haben, hatte ich so mit ihm dieses Gespräch, es ist doch alles nicht echt, es ist doch alles nur eine Bubble, es steht doch nichts dahinter. So quasi, dass ich in dem Moment schon das Wissen hatte, dass eine Kryptowährung eigentlich genau dasselbe ist wie eine Fiat-Währung. Das fand ich lustig in dem Moment, ich finde es immer noch lustig. Er glaubt, dass dieses System einfach, weil es von der Politik kommt, dass es deswegen irgendwie anders ist oder dass es wertvoll ist oder dass das, was am Ende dabei rauskommt, in Ordnung ist, weil er komplett blind gegenüber dem ist, was sein könnte und nur das quasi durch die optimistische Linse sieht, was ist. So sehr ich Freund vom Optimismus bin
umso sehr sehe ich ihn auch als Instrument, um Ungerechtigkeit am Leben zu halten. Zeigt so ein bisschen, wie mächtig das ist und wie wichtig das ist, dass es einfach nur Orte gibt, wo Menschen sich frei unterhalten können. So hart, wie die Zensur gerade boomt, finde ich das einfach so eine nette kleine Erinnerung. Wie das jetzt am Ende ausgeht. Ja, wie geht es denn am Ende aus? Habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Na, die werden Schaden bekommen und dann werden sie natürlich sagen, ah ja, es ist zwar schön hier mit den Marktmechanismen, wo jeder Zugriff hat, aber wir haben jetzt Geld verloren. Und dann muss natürlich der Steuerzahler für bezahlen, das ist ja völlig klar. Da warte ich drauf. Natürlich wird das passieren. Das System Währung, ich lehne das so sehr ab. Ich stelle das sogar in Frage, dass das richtig ist. Wie haben die das genannt? Fristentransfer? Es gibt so Fachworte, die dieses Phänomen beschreiben, dass ich einen Konsum, den ich heute machen könnte, auf morgen verschiebe, um einen Zinsgewinn zu bekommen. Weil die Leute ja nicht Zinsen als was Schmutziges sehen. Die sehen Zinsen nicht als was Schmutziges, die sehen Menschen, die auf dem Finanzsektor arbeiten, nicht als Schmutzige. Worauf wollte ich hinaus? Was wollte ich sagen? Ich wollte auf irgendwas hinaus. Ich weiß es nicht mehr. Naja, nicht so wichtig. Ich finde es auf jeden Fall eine lustige Entwicklung. Ich verfolge das und ich glaube, dass das den Untergang der bösen etablierten Systeme einläutet, weil es doch eben nur deutlich macht, dass es ein angeblicher Wettbewerb ist, aber kein tatsächlicher Wettbewerb. Es ist ein Wettbewerb, der komplett angehalten wird und neu gestartet wird und wo entschädigt wird, wenn es dann am Ende so läuft, wie sie es nicht gerne hätten. Also die komplette Trennung von Aktion und Konsequenz. Das, was Staaten lieben, das, was Unternehmen lieben, das ist ja auch eine AG, das ist ja auch eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die suchen einfach nur Wege, nicht zu haften. Die wollen Entscheidungen. Es ist ja das, was der Beta am meisten liebt in seinem schäbigen Leben. Nämlich, wenn er was machen kann, aber das System quasi den Schaden abfängt. Dass das System das System haftet. Sie streichen den Gewinn ein, wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft, dann zahlen eben alle. Nicht die Steuer ist die Steuer auf die Menschheit, auf die Arbeiter, sondern das Finanzsystem an sich, die Tatsache, dass es eine Währung gibt. Ich glaube, das ist die Steuer. Davon abgesehen, es bringt so automatisch so eine Perspektive in die menschlichen Kulturen, als wäre es ein erstrebenswerter Zustand, viel Geld zu haben. Okay, ich bin ein Harzer. Hartz IV. Noch. Ich habe kein Geld. Ich kaufe gar nichts. Ich kaufe Lebensmittel. Ich kaufe Lebensmittel, ich mache Sport. Meditiere, mache ein paar alberne Videos am Rande. Ich mache sonst nicht viel im Leben. Ich will darauf hinaus, ich bin kein beneidenswertes Individuum. Ja, aber wenn das so ist, warum wurde ich dann im Leben so oft von Leuten, denen es finanziell so viel besser geht als mir, beneidet? Warum weiß ich so sehr, wie es sich dieses Beneidetsein anfühlt? Woher weiß ich das? Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass Leute, die einen Sportwagen fahren und ich fahre ein Klappfahrrad, wie kann es sein, dass die mich beneiden? Ist vielleicht das Geldsystem am Ende doch gar nicht so geil? Ist da am Ende doch gar nicht die Erfüllung drin? Wer weiß. Ich sehe auf jeden Fall nicht, dass es eine Zukunft hat. Ich sehe, dass dadurch mehr Leute aufwachen, sehen, was das für ein Schwachsinnssystem ist, was da sich etabliert hat. Und die bösen Alten, die mit enger Stirn treu diesem System ihren Gehorsam schwören.
dass es nichts weiter sind als alte Verräter, die im Prinzip für eine Gang arbeiten. Das ist eine Gang. Wenn ich Unternehmen und Staat und Regierung verstehen will, das Erste, was ich verstehen sollte, ist eine Gang. Drogendealer. Wie benehmen die sich? Was machen die? Wie benutzen die Gewalt, um ihre Macht zu sichern? Na gut, jetzt quake ich schon lange genug drüber. Ich bin eben nur der Ansicht, dass das einen Stein ins Rollen gebracht hat, der eine Menge von Konzepten von der breiten Masse hinterfragt werden wird. Da werden einige Fragen kommen.